schöne Frauen, Prominente und Politiker gehören zu seinem Alltag. Doch Peter Schmidt aus Koblenz kümmert sich um die kleinen Leute. Speziell um die von gegenüber, die in den Pausen an seinen Kiosk kommen und nach Süßigkeiten lechzen. Vor 20 Jahren hatte er den Laden aufgemacht. Bin ich in kalte Wasser gesprungen, sage ich mal, auf gut Deutsch gesagt. Und habe bis heute noch nicht bereut, weil man kommt mit vielen Leuten zusammen, kriegt jede Menge Informationen, was jetzt hier so drumherum passiert, ob Schule, privat oder Persönlichkeiten. Also ist sehr abwechslungsreich. Peter lernt seine Kunden meist schon als junge Schüler kennen. Doch Kontakt hat er mit ihnen oft über das Abi hinaus. Letzte Woche zum Beispiel kamen zwei ehemalige Schüler hier von Max und Laue, die mittlerweile aber schon im Berufsleben stehen und soviel ich weiß auch Rechtsanwälte sind und die einfach jetzt mal vorbeikamen, mal Hallo gesagt haben und irgendwie doch wieder so in die Vergangenheit geschwelgt sind und dann gesehen haben, jetzt ist diese neue Sache WM-Bilder. Panini-WM-Bilder, Sammelbilder und da haben sie zugeschlagen. Da haben gesagt, ach wie früher, jetzt kaufen wir uns mal ein Album und kaufen uns Bilder und fangen an zu sammeln. Und da habe ich nur so bei mir geschmunzelt und da habe ich dann gedacht so, naja, das Kind im Manne bleibt ja immer noch erhalten. Ne? Es läppert sich im Lauf des Tages. Sein berühmtester Kunde kommt von schräg gegenüber. Thomas Anders ist ein sehr, sehr lieber Mensch und sehr umgänglich und hat überhaupt keine Starallüren, wie man das so von anderen kennt. Also wenn er hier ist, kommt er täglich vorbei, kauft seine Magazine, seine Zeitung und ist immer für einen Plausch zu haben, auch wenn man Kinder oder Fans oder Erwachsene mit dem Autogramm nachfragen, ist er immer bereit, was zu machen und nie irgendwie schlecht gelaunt oder kennt man gar nicht. Also ganz, ganz lieber Mensch. Immer wieder wird Peter überrascht. Peter. Besuch Hi, aus Thailand. Ja, schön, dich zu sehen. Ne? Ja. Nach langer Zeit mal wieder. Ja. Ab und zu kommst du ja mal in unregelmäßigen Abständen. Aber ich komme. Wenn ich hier bin, komme ich auf jeden Fall. Kommst immer vorbei, weißt immer, wo du was zu finden, was zu schnaken kriegst. Ja, ne? Ja, also ich kann mir schon bei dem einen oder anderen Bild machen, wie der hier so rüberkommt und sich von seiner Person her gibt. Und da denke ich, das könnte mal einer werden, ne? Im Berufsleben oder wie auch immer. Und wie gesagt, zum Beispiel warst du, ne? Du warst ja auch immer so, sag ich mal, so ein bisschen flippig, kamst immer so ein bisschen flippig rüber und da dachte ich, oh, Sport und Schule, wie kann er das vereinbaren, ist ja viel weg, aber du hast deinen Weg gemacht, toll. Peter hat gut lachen, denn wenn gar niemand vorbeikommt, bleiben ihm immer noch die schönen Frauen.